Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter und es gibt kleine Neuigkeiten, minimal kleine Neuigkeiten. Wir haben den Plesiot wieder und zwar diesmal für ganze 15 Minuten, anstatt für 10, wie es vorher war. Eine gute Chance, vielleicht können wir ihn ja so besiegen. Schauen wir einfach mal. Ich habe das Gefühl trotzdem, der ist eine harte Nuss. Man darf nicht vergessen, in der Closed Beta war der für 30 Minuten dabei und da haben die Leute den schon, ja, doch innerhalb von 30 Minuten schaffen können. 15 Minuten ist hart, da müssen wir echt alles geben. Und ja, bin gespannt. Ich habe jetzt gerade schon eine Testaufnahme angefangen, beziehungsweise angefangen aufzunehmen. Leider ist das nichts geworden, einfach aufgrund dessen, weil es so rumgeleckt hat. Ich konnte nicht mal auf das blöde Boot steigen, das hat mich echt angenervt. Ah, dafür kriegen wir diese komischen Steine. Aber ich hätte gerne Rüstung von dem. Ich brauche Teile von dem für meine Rüstung. Mal gucken, ob wir den danach looten können. Hoffentlich. Na kommt schon, Leute, nehmt doch an. Nehmt an, nehmt an. So, können wir halt noch ein bisschen rumlaufen. Oh, und diese Stadt laggt leider so sehr. Ich freue mich so abartig auf meinen neuen PC. Weil das sind Hardware-Lags. Einfach, das ist zu viel für meinen alten PC und ich freue mich so übelst. Ich werde nächsten Monat anfangen, also jetzt Anfang des Monats, mir schon mal die ersten Teile zu kaufen. Leider kann ich da noch nicht mit viel anfangen. Also geplant ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, kühles Gehäuse zu holen. Dann noch ein Motherboard. So, das wären die ersten beiden Teile. Da bin ich schon mal locker bei 250 Euro wahrscheinlich. Und, ja, dann heißt es eigentlich nur weiter Geduld haben und weiter darauf sparen, dass wir dann die CPU und die RAM-Riegel kaufen können. Wenn das getan ist, können wir starten. Es fehlen eigentlich nur vier Teile. Oder so gesehen drei. Die CPU, das Motherboard, der RAM. Ja, CPU, Motherboard, RAM. Und dann natürlich ein schönes Gehäuse halt. Kann ich mir aber auch vielleicht in der Reihenfolge das Gehäuse erst hinterher kaufen. Hm, mal gucken. So, wir können endlich aufsteigen. Ah, auf RB sind wir schneller. Okay, so. Versuchen wir es doch nochmal mit Controller. Wo ist er? Ah, hier. Wow. Jetzt schwimmt er in die Richtung. Hallo, Controller. Reagier doch mal. Boah, das geht gar nicht. Ich spiele ja mit Maus und Tastatur. So, ja, jetzt geht's ab. Jetzt treffe ich wenigstens auch. Und noch ein Schuss. Zusammen. So, und die haben den natürlich auch noch ein bisschen härter gemacht, wie das halt nun mal so ist. Bam, voll getroffen. Haha. Ach, meine Muni ist alle, alles klar. Also wieder auf Muni 2 wechseln. Und komm her. Oh oh. Macht der jetzt schon seinen Wirbelwind? Weil der ist mittlerweile echt gefährlich geworden. Voll drauf bomseln. So, ist wieder Level 1 Muni. Toll, er sammelt da hinten fröhlich. Ist natürlich schön, dass der die Stärke-Dings einsammelt. Aber hey, es ist ja eine Teamarbeit hier.
Und weiter. Bam, bam, bam. Wow. Scheiße. Und jetzt ist es auch nicht mehr so leicht, den zu überleben, wenn es darum geht. Ich habe das Gefühl, die Lenkung ist schwieriger geworden auch irgendwie. Oder ich muss erstmal wieder reinkommen. Oh oh, das da meine ich. Oh, Gott sei Dank haben die ihn aufgehalten. Oh, verdammt, ihr seht's, jetzt kommen Wellen. Da heißt es einfach nur aus dem Weg gehen. Oh, scheiße. Das ist so übel. Wo ist er? Er haut ab. Im Grunde wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich kurz zu reparieren. Weil so überleben wir das echt nicht lange. Und wir, ja, haben hier halt die Möglichkeit zu retten. So, und schon sind wir gelöscht. Und jetzt geht's los. Unterwegs noch die Stärke-Dinge einsammeln. So, und es gab doch auch eigentlich irgendwie so, genau da hinten, damit wir irgendwie schneller da hinkommen, weil es wohl die Leute genervt hat, dass die so unglaublich lange gebraucht haben, dem hinterher zu kommen. Ihr werdet jetzt sehen, diese gelben Steinchen da bringen uns die Möglichkeit, unendlich Turbo zu hauen. Hier. So können wir jetzt einfach mal richtig Gas geben. Na toll. Tolle Wurst. Ernsthaft. Wo ist das Kackvieh? Na super. Da kommt mir so ein scheiß kleiner Plesiot entgegen. Komm, geh weg da. Ich finde, die hätten ihn nicht schwerer machen brauchen. Der ist schon echt eine harte Nuss. Wo ist er jetzt hin? Okay, Moment. Ach, da hinten. Okay, alles klar. Hä? Ah, ich habe ihn gefunden. Wow. Nein, lass mich in Ruhe. So, wo ist er jetzt? Ist er das? Ist er das? Das ist er. Ich verwechsel ihn immer mit den anderen. Das ist ätzend. Autsch. Vielleicht mal eben kurz den roten Dings hier einsammeln. Wo ist er jetzt? Au, oh, 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 oh. Oh, scheiße, es leckt. Es
Warum ruckelt das jetzt so? Scheiße. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir brennen schon wieder. Wo ist er? Wo ist er? Ah. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ich hatte das Gefühl, manchmal ist echt einfach weg. So, und wo ist er jetzt? Nicht abhauen. Ach, jetzt, okay, jetzt ist die Muni leer. Dann können wir jetzt auch wieder genauso gut mit unseren Zweiergeschossen schießen. Fünf Minuten noch. Bam, das war's. Ich glaube, ich bin kaputt. Jetzt bin ich gleich kaputt. Der hat mich jetzt echt auf den Kieker, das scheiß Ding. Oh, gleich hat er mich, gleich hat er mich. Oh, sehr schön. Gerade nochmal so Glück gehabt. Tuka, 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 tuka. So geht's allen, die dann irgendwann zu viel auf der Stelle stehen. Oder halt sich von dem scheiß Wasser treffen lassen. Drecksvieh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das wird nichts. Okay. Ja, sieht echt mies aus schon wieder. Wo sind die denn alle hin? Okay, das war's für mich. Super. Schreiben die irgendwas Wichtiges?
Nö. Ah gut, wir haben wahrscheinlich jetzt eh verloren. Dann geht's los. Ja, Ada King ist auch gefallen. Und zu guter Letzt auch der hier. Nee, das ist auch mal wieder eine Fail-Runde. Ey Leute, kann man den überhaupt schaffen? Wenn ihr den geschafft habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Na toll, jetzt haut er ab. Ah, schöne Wurst. Toll, jetzt machen wir voll den Umweg hier. Ach, so ein Scheiß, ey. Und gleiches Ende. Ich sehe schon kommen, jetzt jede Sekunde ploppt das doofe Ding aus. Quest failed. Ja, da ist es doch. Alter Falter, gibt's das denn? Jetzt sind es schon ganze 15 Minuten, die wir an dem Verkacken haben sind. Also Leute, ernsthaft, ich weiß nicht, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Plesiot. Das macht gar keinen Spaß, wenn es 15 Minuten nur sind und die Leute sind, naja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir werden es eh nicht rausfinden, ob wir diejenigen sind, die schuld sind oder die anderen. Hier kommt ja auch nicht mal eine Tabelle oder so. Nein, egal. Ich kann mir das nicht weiter antun, deswegen gehen wir jetzt wieder auf ganz normale Quests. Oh Gott, ey. Und ich glaube, das schreit einfach danach, einfach ein bisschen Frust abzulassen am Hypnocatrice. Von dem wir ja noch ein paar Federn brauchen. Ach je, ey. Boah, das nervt schon ein bisschen, wenn man so ein scheiß Monster vor sich hat, aber man kriegt es nicht kaputt, egal wie oft. Das ist A, Zeitverschwendung. B, nervtötend. C, ist das Caesar? Und D, ich weiß nicht. Egal. Tja, was soll man tun, gell? Jedenfalls, Hypnocatrice, ahoi, komm. Na, das gibt's doch nicht. Egal. Dann werden wir den jetzt alleine schlechteln. Ich glaube, das geht immer noch schneller. Weil er halt nur ein Viertel Leben hat. Und wenn wir den meisten Schaden machen, dann dürfte das eigentlich ganz schnell gehen. Huiuiuiuiuiuiui. Aber wenn ihr so Ideen habt, keine Ahnung, das Event ist ja auch in Kürze wieder vorbei. Anstatt dass die den Plesiot mal richtig releasen, dass der halt drinne bleibt oder so und dass man auch scheiße 30 Minuten Zeit hat für den, so wie hier die, dann würde das Ganze auch laufen. Dann würde ich auch die Waffe farmen können, aber so kann ich die Waffe nicht farmen, das geht einfach nicht. Aber zumindest können wir diese Monster hier farmen. So ist das nun mal. Ach, Beile da eh. Und zack. Ich glaube, dass der Plesiot ist aber auch abhängig davon, was man für eine Waffe hat. Wir haben diese Waffe hier angehabt und haben viel Negativschaden bei dem gehabt. Die Waffe hat halt viel Negativschaden. Vielleicht sollten wir einfach gucken, dass wir eine Stromwaffe mit uns tragen. Na toll, Mali, hol mich raus hier. Ach, oder auch nicht. Ich sehe nichts. Sonic,
Na komm her, Kumpel. Ich achte gerade gar nicht so gar nicht auf Defense. Ich weiß, das ist eigentlich ziemlich scheiße. Aber egal. Ich muss meine Wut abreagieren. Dieser scheiß Plesion, das regt mich immer noch auf. So. Kommst du jetzt her? Oh, lol. Mali. Na toll, Mali. Voll an mir vorbeigeworfen. Ah, oh, ey. Der ist doch härter, als ich gedacht habe. Alter! Scheiß Kackspinnenvieh. Jetzt muss ich echt einen Pott wegen dem nehmen. Komm, Mali, brech seinen blöden Panzer ab. Und noch einmal den hier und noch einmal den hier. Schön. Na toll. Hörst du jetzt mal auf auszuweichen? Mistvieh. Lol. Er humpelt davon. Dann wollen wir doch mal. Weil jetzt landet auch gleich die Hypnokatrice auf diesem Feld hier, wenn ich mich nicht täusche. Hier, ihr hört's. Da ist er. Egal, gerade keine Zeit für dich, Kumpel. Und ihr merkt somit, die wechseln immer, ups, die, ja, die wechseln zeitabhängig die Gebiete, was leider sehr schade ist, ein bisschen, finde ich persönlich. Komm schon. Gib deinen Geist auf. In Ordnung. Der ist hinüber. Ich sammle den mal lieber. Nicht, dass wir irgendwelche Teile von dem noch brauchen, ohne dass wir es wissen, für irgendeine Waffe. Zum Beispiel diese Spinnenwaffe, die ich ja einfach in den Anfängen des meiner Let's Plays so gern gehabt habe. Oh, wir haben keine Fallen dabei. Schade. Dann muss der Hypnokatrice leider einfach dran glauben. Komm, 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 Hypno. Zack. Ach, nervt das. Kackvieh, jetzt bleib doch mal stehen. Ja, hier, friss mein Schwert. Daneben, Kumpel. Thank you.
Er könnte jetzt mal damit aufhören. Der will gar nicht mehr damit aufhören. Ah, oh, oh. Komm, Mali, wecken, schnell. Na, toll gemacht, Mali. Was versucht der denn da, der Hypnokatrice? Na toll. Mali schläft auch. Ach Gottchen. Ich muss mal auf mein Leben jetzt aufpassen. Ach, das nervt, das nervt, das nervt. So, aber den Plesiot habe ich jetzt erstmal aufgegeben. Zumindest zum Aufnehmen, das bringt gar nichts. Also keine Sorge, es kommt keine Plesiot-Folge mehr. Ja, super, er hat getroffen. Mali, komm, hau mich raus. Gerade wo. Nein, falsche Richtung. Toll. Seit wann kann er diese Attacke? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der die jemals konnte. Ah, auf jeden Fall kann er abhauen. Und ich vermute mal, dass es das fällt. Zack. Nein, sag jetzt bloß jetzt auch noch ein Leck oder sowas in der Art. Super. Na komm wieder her. Bam. Das hast du davon. So, jetzt kann's abgehen. Was geht denn hier ab? Ja, super. Hallo, wie oft will ich noch einschlafen? Diese Kackviecher hier, all diese Kackviecher. Ja, legt euch im Synchronsterben. Da, frisst das. Was machst du da? Und der jetzt, 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 und der kickt mich weg. Warum ist da eigentlich so ein kleiner Velociprey zwischen? Zack. Und den auch noch. Oh Gott sei Dank, ey. Wir haben ihn kaputt gemacht. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine seiner tollen Federn bekommen haben. Die Frage ist, ich glaube, dafür müssen wir ihn immer am Hinterteil treffen, oder? Am Kopf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zähmen wäre natürlich die bessere Variante. Doch, liebe Leute, damit haben wir eine Überlänge geschaffen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem. Und ja, wenn ihr irgendwelche Tipps oder Ideen habt, wie man den blöden Plesios besiegen kann, schreibt es schnell in die Kommentare. Ich glaube, ja toll, das Video kommt wahrscheinlich auch erst raus, wenn der Plesios vorbei ist. Naja, liebe Leute, dann ist das so. Vielleicht kommt er ja einmal wieder, dann könnte ich die Kommentare trotzdem gebrauchen. Deswegen wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge, wenn es heißt Monster Hunter Online. Deswegen, bye.